Ich bin zwar Springreiterin, aber heute geben wir der Dressur mal eine Chance. Also in der Bahn sehen wir hier Janine mit sehr viel Ausdruck, richtig abfußend in der Passage. Dressur-Trainingstag im Deutsche Bank Stadion. Noch ist es hier ruhig, aber wir sind gespannt, wen wir heute alles treffen dürfen. Janine, sehr gut. Toller Übergang, gleich fleißig. Oh, kleiner Stocker, da hat sie nicht aufgepasst, das wollen wir ja nicht sehen. Eine Dressur-Weltmeisterin hier beim Trainingstag in Aachen. Warum? Ja, weil es eine super Gelegenheit ist, das erste Mal wieder draußen zu trainieren jetzt unter einer Art Turnierbedingungen. Und bei mir zu Hause ist es auch relativ ruhig, da bin immer nur ich. Und meine Pferde machen doch große Augen, wenn sie dann mal wieder andere, mehrere Pferde sehen. Von daher ist das eine super Gelegenheit hier, um für die Außensaison sich vorzubereiten. Okay, und was haben Sie für ein Pferd heute mit? Heute habe ich Vorpost mit. Das ist ein 11-jähriges Pferd aus der Ukraine. Der geht Grand Prix und jetzt soll es noch besser werden im Grand Prix. Okay, danke schön. Gut, jetzt kommt, glaube ich, gleich starker Trab. Wollen wir mal genau angucken. Rahmenerweiterung, jawohl. Die Hufe tritt nicht ganz hin, wo das Pferd hinzeigt. Das musst du noch ein bisschen üben. Ich durfte den Trainingstag jetzt schon zum zweiten Mal mitreiten und es war, wie auch im letzten Jahr, ein absolutes Erlebnis. Zum einen hat das Wetter richtig gut mitgespielt, strahlend blauer Himmel und Sonne. Die Bedingungen hier in Aachen sind eh immer ein Traum und um ganz ehrlich zu sein, ist es auch einfach wahnsinnig schön, wenn man als Amateur in dieses Deutsche Bank Stadion reinreiten darf, da wo sonst die Großen reiten und man dann ja seinen besten Mitteltrab zeigen darf. Das ist einfach wahnsinnig schön. Klasse. Oh, die Ecke war so ein bisschen schummelig, nicht richtig gestellt und gebogen, das könnte man noch so ein bisschen besser machen. Es ist sehr beeindruckend, dort reinzureiten und auch für die Pferde ist das natürlich alles sehr spannend, deswegen ist es immer wieder beachtlich, was die großen Reiter hier abliefern, wenn es wieder heißt Chio Aachen. Aufstellung vom Feinsten. Ich habe gedacht, schon ein Gruß. Haltet rückwärts richtet, sehr schön. Gleich der erste Tritt rückwärts war sehr gut. Das ist ja kein Schritt, das ist ja ein Tritt rückwärts. Gut. Schöner Tag, die Sonne scheint. Was erwartet ihr denn heute vom Dressur-Trainingstag? Ja, wir freuen uns erstmal heute hier zu sein. Das Wetter ist schön. Zur Sicherheit sind wir heute halt einfach mal hier. Wir hoffen, dass nichts passiert. Und freuen uns, dass alle Teilnehmer und auch wir Spaß haben werden. Der Übergang zum Schritt. Ah, das ist ein bisschen faul. Der könnte doch ein bisschen fleißiger sein. Ja, genau. Genau so. Ruhig mal dezent auffordern. Gut so. Schönen Übergang zum Trab und zum Galopp. War so ein bisschen undeutlich. Was soll das jetzt sein? Soll das jetzt Trab sein? Soll das jetzt Galopp sein? Ja, ein bisschen mehr den Takt behalten, ne? Das war so ein halber Trabtritt da in der Ecke. Das wollen wir ja nicht ganz sehen. Sehr gut. Ja, das ist jetzt eine schöne, fleißige. Nochmal, ein bisschen mehr Ausdruck. So. Nochmal die Vorderbeine hoch. Nochmal. So, jawohl. Ne? Wenn es schön in die Passage ist, dann nicht zufrieden sein, sondern nochmal mehr Ausdruck haben wollen. So, das ist jetzt abfußen. Klasse. Ja, erstmal ist es so, es kommt erstmal drauf, auch Spaß zu haben, auch mal das Deutsche Bankstadion zu benutzen. Zweitens ist das, glaube ich, eine sehr schöne Initiative der Auerhachen-Lauensberger Rennverein. Und man sieht ja auch, die Resonanz ist enorm. Es wurde eben gepostet auf Facebook und gleich zwei Stunden später waren alle Plätze belegt. Ich sage es aber jetzt auch mal fachlich, es ist, glaube ich, eine ganz gute Übung. Gerade wenn jetzt die Turniere draußen anfangen, kann man hier nochmal schön den Abreiteplatz benutzen. Mal gucken, ob sein Pferd hier im Stadion ruhig ist.
wie weit man ist mit seiner Durchlässigkeit, mit seiner Rittigkeit. Man kann hier auch in Aufgabe reiten. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten und so sich eben auf die grüne Saison vorzubereiten. Okay, danke schön. Ja, bitte.